An diesem Sonntag startet die neue Lkw-Maut auf allen Bundesstraßen. Das gebührenpflichtige Netz wächst auf einen Schlag von etwa 15. Null auf gut 52.000 Kilometer. Das Bundesverkehrsministerium erhofft sich deutliche Mehreinnahmen für Investitionen. Weil von kommendem Jahr an auch neue Mautsätze gelten, soll künftig mehr Geld hereinkommen. Davon profitieren nicht nur unsere Unternehmen, die auf eine leistungsstarke Infrastruktur angewiesen sind, sondern auch alle Autofahrer, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Was genau ändert sich? Momentan müssen Lastwagen ab 7,5 Tonnen auf den 13. Kilometer langen Autobahnen und 2300 Kilometern Bundesstraße Maut zahlen. Die sind bisher aber meist nur gut ausgebaute Abschnitte. Jetzt wird die Maut auf sämtliche 39 Kilometer Bundesstraße ausgedehnt. Das stärke das Nutzerprinzip, sagt SPD-Fraktionsvize Sören Barthol. Wenn schwere Lkw für Schlaglöcher, Lärm und dreckige Luft auf den Bundesstraßen verantwortlich sind, sollen sie dafür auch zahlen. Anführungszeichen der Betreiber Toll Collect aktiviert dafür in seinem System ein Streckenmodell mit 140 Tarifabschnitten, das auch Änderungen wie Baustellen berücksichtigt. Neben den 300 Kontrollbrücken an Autobahnen sollen 600 Säulen an Bundesstraßen stehen, 4 Meter hoch, blau-grün lackiert. Was bringt die Ausweitung für den Staat? Bei den Einnahmen kalkuliert der Bund schon mit einem Doppelschlag bei der Maut. Denn nur 6 Monate nach der Netzausdehnung kommen zum Einsatz. Januar 2019 neue Tarifsätze, die erstmals auch Lärmbelastung durch Lastwagen in Rechnung stellen. Insgesamt sollen so im Schnitt jährlich 7,2 Milliarden Euro hereinkommen, etwa 2,5 Milliarden Euro mehr als bisher. Nach Abzug von Kosten ist das Geld reserviert für Investitionen in Fahrbahnen oder Brücken. Auch Länder bekommen einen kleinen Teil der Einnahmen. Was ändert sich für Lkw-Nutzer? Bisher sind schon 1,1 Millionen Laster mit Bordcomputer, Hobo, für eine automatische Abrechnung unterwegs. Toll Collect rechnet damit, dass durch die Netzausdehnung zusätzliche 140 Lkw aus dem In- und Ausland zahlen müssen. In einen Teil davon dürften ebenfalls Hobo eingebaut werden.
Generell bleiben Fahrzeuge von Straßenreinigung und Winterdienst mautfrei, nicht aber Müllwagen und Fahrzeuge für die öffentliche Strom-, Gas- und Wasserversorgung. Vor allem auf Touren in ländliche Regionen seien diese oft auf Bundesstraßen angewiesen, heißt es beim Verband Kommunaler Unternehmen. Auch hierfür sollte es nach Ansicht des Verbandes Mautbefreiungen geben, damit mehr Kosten nicht am Ende über höhere Gebühren für die Müllabfuhr bei den Bürgern landen. Generell hätten sich viele Unternehmen vorbereitet, einige aber würden von der Ausweitung der Lkw-Maut überrascht werden und empfindlich betroffen sein. Wie reagieren die Speditionen? Die Transportbranche protestiert scharf gegen die Ausweitung der Maut. Binnen kurzer Zeit komme ein erheblicher Kostenschub in Milliardenhöhe auf die Unternehmen zu, klagt der Deutsche Speditions- und Logistikverband. Das könne sich auf die Fracht- und Verbraucherpreise auswirken. Waren im Supermarkt und Paketlieferungen könnten also teurer werden. Die Lkw-Maut wirkt wie eine versteckte Steuer für die Endkunden, kritisiert der Außenhandelsverband BGA. Die Bundesregierung rechnet dagegen ausdrücklich nicht mit Auswirkungen auf die Verbraucherpreise. Auch die Wirtschaft befürwortet im Prinzip eine Nutzerfinanzierung. Wie geht es weiter? Scheuer muss bald klären, wie es mit dem Mautsystem weitergeht. Der Vertrag mit Toll Collect endet am 31. August. Tags darauf gehen die Anteile für 6 Monate an den Bund. Noch in diesem Jahr soll ein neuer Betreiber den Zuschlag bekommen, der dann ab 1. März 2019 übernimmt. Risiken aus einem lange festgefahrenen Schiedsverfahren mit den Toll Collect-Gesellschaftern Daimler und Telekom wegen der verspäteten Mauteinführung 2005 endeten kürzlich mit einem Vergleich. Der Bund bekommt 3,2 Milliarden Euro. Noch weitergehende Pläne für eine Ausdehnung auf alle Straßen, Kleinlaster oder Busse hat die Regierung nicht.